Weidmanns Heil und herzlich willkommen in der Jagdschule Thüringen. Heute wieder ein JST-Special, diesmal am Sitzen, weil hier ist relativ viel drin, was ich auspacken möchte. Und zwar sind wir heute mal in dem Bereich Ausrüstungen. Wir haben mit der Firma Eurohand hier versucht, ein praxisorientiertes Angebot für den nicht nur Jungjäger zu machen. Das ist unser Jägerrucksack Nummer 3. Es wird noch ein paar andere Ausstattungsvarianten geben. Das ist jetzt mal die Nummer 3. Die Nummerierung bezieht sich auf den Inhalt. Wir gucken mal, was wir hier drin haben. Wir haben also hier alles reingepackt, von dem wir der Überzeugung sind, dass es eine sinnvolle Geschichte für den Jungjäger sein könnte. Wir haben mal einmal Schwarzwildlockenmittel hier dabei. Das ist eine Eigenproduktion der Firma Eurohand, eine erprobte Geschichte, die wir selber auch im Revier verwenden. Es ist dabei 2 Kilogramm Salzpaste. Wir sind völlig abgekommen von den Salzleckstein, weil die haben einen entscheidenden Nachteil, die Dinger werden geklaut. Das kann bei der Salzpaste nicht wirklich passieren. Deswegen ist das in meinen Augen die bessere Alternative. Dann haben wir aus dem Bereich Lockstoffe, Lockmittel hier Buchenholzteer zum Sprühen, auch ein Eigenprodukt der Firma Eurohand. Wer mit Buchenholzteer hantiert, weiß, Pinsel sind ständig verklebt, Hände sind dreckig, alles stinkt. Das Problem haben wir hier mit diesem aufsprühbaren Option nicht. Und als drittes Lockmittel in der Runde haben wir das Rehwild-Lockmittel, was also hier an dem Bereich der Stellen, wo ich das Rehwild anlocken will, versprüht wird. Das sind Geruchslockstoffe, die hier eine Rolle spielen. Wird sehr gut angenommen vom Rehwild. Man kann also Rehwild dort relativ lange an einen Platz bannen und in aller Ruhe ansprechen. Des Weiteren haben wir ein Messer von der Firma Mora. Das schwedische Hersteller, Mora Knife, ein vernünftiges, alltagstaugliches Gebrauchsmesser, leicht nachzuschärfen, gute handwerkliche Qualität, aber vom Preis her auch nicht so, dass man in Tränen ausbricht, wenn sowas mal verloren geht. Diese Messer der Firma Mora sind sehr intensiv im jagdlichen Gebrauch, man sieht sie bei ganz vielen Jägern. Sie sind mit einer Kunststoffgriff und einer Kunststoffscheide, einer Steckscheide. Das heißt, auch nach der roten Arbeit einfach zusammenräumen, in den Geschirrspüler tun und dann ist die Sache erledigt. Des Weiteren haben wir hier eine Aufbrechzange. Eine Aufbrechzange aus der gehobenen Qualitätsgeschichte. Das ist also nicht die einfache Rosenschere für 5,99 Euro aus dem Obi, sondern hier sind tatsächlich die einzelnen Bauteile auswechselbar. Ich kann die Klinge und das Widerlager der Klinge kann ich einzeln auswechseln, sodass ich also hier an diesem Gerät lange Spaß und Freude dran habe. Wozu brauche ich so eine Aufbrechschere? Der Name sagt es eigentlich, einmal um das Schloss zu öffnen, wer das macht. Oder es bewährt sich auch immer wieder beim Abkneifen der Rippenpartie. Dafür verwende ich es selber im Schlachthaus. Wir bei mir im Revier brechen nicht mehr nach der herkömmlichen Methode auf. Also das Schloss wird nicht aufgebrochen bei uns, sondern wird geringelt. Dazu haben wir dieses Ringelding hier, eine Eigenentwicklung der Jagdschule Thüringen. Und für die Leute, die eben die Aufbrechzange nicht wollen, haben wir ohne Preisunterschied, können wir das austauschen gegen das Ringelding. Ganz kurz zur Funktion nochmal, wer es noch nicht kennt. Dieses Gerät wird einfach ins Weidloch eingeführt. Das wird unter Spannung gegeben, sodass der Schließmuskel sichtbar und handhabbar wird. Und dann wird einmal mit dem Messer einfach rundherum geschärft, dass der Schließmuskel gelöst ist von der umliegenden Hautpartie. Dann wird das Ding losgelassen und mit dem Darmkonvolut nach innen durchgezogen, ausgehängt, abgespült, eingesteckt und die Nummer ist erledigt. Ja, das ist also heutzutage eine Variante, die seit 5 bis 6 Jahren sehr stark im Kommen ist, weil sie einfach hygienischer ist, beziehungsweise dem Wildbrett zuträglicher, weil wenn ich den Beckenknochen nicht öffne, lege ich die Keulenmuskulatur nicht frei. Ist die Keulenmuskulatur nicht freigelegt, kann sie in der Kühlung auch nicht austrocknen. Aber das ist, wie gesagt, zum Teil auch Geschmackssache. Das eine geht ordentlich gemacht, genauso hygienisch wie das andere. Dann haben wir hier einen
Insektenschutz, speziell ausgelegt auf Zecken. Der sendet mit einer Frequenz, ich glaube von 50 Hertz, für uns unhörbare Töne, die bewirken, dass die Zecken nicht abgetötet sind, aber in ihrem Verhalten so gestört, dass sie orientierungslos sind und sich nicht festbeißen können. Gibt es in dieser Variante und die gleiche Variante auch für den Hund ans Halsband zu hängen. Wird eingeschaltet und dann arbeitet das Gerät, arbeitet laut Herstellerangabe 3000 Stunden. Also da kann man schon einige Zecken, Monate, Jahre, wie auch immer, gut damit überstehen. Des Weiteren haben wir für den ersten Jagderfolg einen Satz Gehirnbretter beigelegt, 5 Stück an der Zahl. Nun mag jeder sagen, ja, was will der Jungjäger gleich mit 5? Das Problem ist, wenn ich mit einer Brettsorte angefangen habe, dann will ich gerne mit dieser weitermachen. Und dann fange ich an, möglicherweise in 2-3 Jahren nach genau diesem Modell, in genau dieser Größe und genau dieser Farbe zu suchen. Hier haben wir schon mal 5 und die Firma Eurohand garantiert auch die Nachkaufoptionen. Zu den Gehirnbrettern natürlich die dazugehörigen Klammer, weil wir reden ja über Komplettpakete. Das war es erstmal an dieser Stelle, da ich nichts vergessen habe. Doch, ich habe schon was vergessen. Und zwar haben wir hier ein Waffenpflegeset. Das ist ein renommierter Hersteller, der das hier in einer Kleinpackung abgibt. Ich bin ein großer Fan von diesen Kleinpackungen, weil man verbraucht A, relativ wenig davon, B, nimmt es nicht viel Platz weg. Und große Büchsen haben die Eigenschaft, wenn sie längere Zeit stehen, auszutrocknen. Wir haben also hier ein Waffenfett dabei, wir haben ein Waffenöl dabei, wir haben einen Laufreiniger dabei und wir haben einen Schwamm zum Auftragen der ganzen Geschichte. Eine tolle Sache, ich verwende das Zeug selber. Was wir nicht beigepackt haben, sind irgendwelche Laufreiniger, weil die natürlich kaliberbezogen von jedem selber angeschafft werden müssen. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Sachen. Das sind für mich persönlich Highlights. Wir haben einmal hier den Locker, ursprünglich mal konzipiert als Rehwildlocker von dem Heinz Weißkirchen. Inzwischen in der Art, so wie er hier vorliegt, eigentlich als Universallocker gedacht. Wir können damit Rehwild locken sowieso. Der Vorteil von diesen Lockinstrumenten ist, dass ich eine viel höhere oder viel breitere Tonvarianz anstreben kann. Ich kann also den Kitzfieb, ich kann den Rickenfieb, das Angstgeschrei, das alles kann ich imitieren, wenn ich es denn kann. Ist eben nicht so wie beim Buttelo-Platter, wo ich hinten drauf drücke und vorne piept. Relativ in der gleichen Konsistenz oder beziehungsweise in der gleichen Tonhöhe. Das ist es nicht. Hier kann ich sehr viel mehr machen. Des Weiteren kann es als Entenlocker und als Schwarzwildlocker einsetzen. Und es ist hier auch noch integriert ein Fuchspfeifchen, das ich also im Winter den Fuchs locken kann. Das Ding ist also für 12 Monate im Jahr am Mann und jederzeit zu gebrauchen. Und die Qualität der Lockinstrumente, die der Heinz Weißkirchen entwickelt hat, steht außer Frage. Ich verwende die seit zig Jahren, hat eine ganze Bandbreite. Und natürlich muss man mit solchen Instrumenten ein bisschen üben. Und am einfachsten ist tatsächlich, man macht das mal durch Videoanleitungen, die es auf YouTube gibt, im stillen Kämmerlein, damit man im Revier nicht unnötig beunruhigt. Aber keine Angst, man hat das relativ schnell raus, man hat das relativ schnell im Griff und kann damit sehr erfolgreich jagen. Und dann kommt als nächstes dieses Gerät. Das ist eine Wildkamera. Und diese Wildkamera hat es in sich. Das ist also ein Spitzenprodukt, welches nicht nur Bilder aufnimmt, sondern Bilder sendet, also über Funknetz. Die Kamera ist im Prinzip Plug and Play fertig. Es ist also eine SIM-Karte drin fürs Telefonnetz, die sich automatisch das am Aufstellungsort beste Telefonnetz raussucht zur Übertragung der Bilderdaten. Das Einzige, was durch den Nutzer noch reingesteckt werden muss, ist eine Speicherkarte, eine ganz normale Speicherkarte. Wir empfehlen 8 GB. Die ist nicht zu groß, die spricht schnell genug an und die Datenmengen reichen aus, weil die Kamera ja die Bilder nicht nur sendet, sondern auch auf der Speicherkarte abspeichert und die Batterien oder Akkus sind nicht mit dabei, aber ansonsten ist das Ding komplett fertig. Und im Kaufpreis dieser Kamera sind Bilder, Übertragungsbilder in der Größenordnung von 100 Stück pro Monat inklusive über die gesamte Laufzeit.
Ja, das ist also mit der Anschaffung der Kamera abgedeckt, genauso wie die SIM-Karte und so weiter. Da kommen keine Kosten, keine Abonnements, keine laufenden Kosten. Es sei denn, jemand sagt, okay, ich komme mit diesen 100 Bildern nicht klar, das ist mir zu wenig. Dann kann man ich glaube, auf 1000 Bilder mit 7 Euro pro Monat erhöhen. Gibt es verschiedene Stufen, wie man das machen kann. Aber zum Einstieg sollte das sicherlich erstmal reichen und funktionieren. Das ist sensationell von der Qualität her. Das ist übrigens ein Marktführer in den USA. Wir haben den Service für die Geräte hier in Deutschland, in Thüringen vor Ort, und zwar die Firma Eurohand in Ilfeld im Harz, macht auch den Service für die Geräte, sodass man also hier auch einen Ansprechpartner hat, was ja bei so elektronischen Geräten heutzutage immer ein wichtiger Faktor ist. Wenn das Ding aus welchen Gründen noch immer sich aufgehängt hat oder nicht funktioniert, ich kann den Chinamann nur sehr eingeschränkt anrufen, wenn es nicht funktioniert. Und hier habe ich einen deutschen Ansprechpartner vor Ort und das ist noch versehen mit einer 2-Jahres-Garantie. Und insofern ist eigentlich alles, was begehrt wird oder das Herz begehrt, hier abgedeckt. Und zu guten Letzt der Rucksack. Der Rucksack ist auch wieder ein Produkt der Firma Eurohand. In meinen Augen eine ziemlich durchdachte Geschichte. Wir haben also mehrere Fächer. Wir haben unten ein Fach, wir haben zwei Seitenfächer. Wir haben ein Rücken- bzw. ein Fach auf der Oberseite. Wir haben ein großes Innenfach, was sich auch nochmal verlängern lässt. Das Ganze im strapazierfähigen Gewebe, was auch abwaschbar ist. Und ausgerüstet mit einem Tragesystem, was sich sehen lassen kann, also gepolsterte Trageriemen und einen Beckengurt, der bei längeren Bewegungen, beim Drückjagd, beim Weg zum oder vom Ansitz natürlich die Sache toll unterstützt bzw. die Bewegungsfreiheit erhält. Eine ziemlich durchdachte Geschichte, ja, hier oben auch noch verstärkt oder hier auf der Rückseite verstärkt mit einem Tragegestell aus Kunststoff, was die ganze Sache stabil macht und nicht so zusammenfallen lässt wie ein nasser Sack. Gewicht habe ich nicht gemessen, fällt aber sprichwörtlich nicht ins Gewicht. Ja. Gut, dieses ganze Paket, Jagdrucksack Nummer 3 oder Jägerrucksack Nummer 3, haben wir mit der Firma Eurohand konzipiert und zusammengestellt. Und haben gesagt, okay, das ist das, was unserer Meinung nach ein angehender Jäger oder vielleicht auch schon ein erfahrener Jäger gebrauchen könnte. Und alles, wie es hier auf dem Tisch steht und liegt, verpackt in diesem Rucksack mit dieser Kamera und den damit entsprechenden Vorzügen und Möglichkeiten, kostet zurzeit 450 Euro. Ich denke, da haben wir einen super Preis zusammengebaut bei der ganzen Geschichte, weil wenn man sich allein mal die Preise einschlägiger Wildkameras im LTE-Bereich, also mit Bildübertragung, anguckt, da sind wir schon bei 2/3 des Gesamtpreises, haben wir dann hier schon abgefrühstückt bei der ganzen Geschichte. Das wäre unser Vorschlag. Natürlich sind alle Möglichkeiten offen, alle Produkte sind austauschbar, aber da ihr wisst, ich bin ein Fan von Komplettangeboten. Haben wir uns, die Firma Eurohand und die Jagdschule Thüringen, einfach mal zusammengesetzt, haben uns Gedanken gemacht, was würden wir hier sinnvoll empfehlen können. Und das ist das, was hier auf dem Tisch liegt. Wer Interesse an diesem Angebot hat, wie immer gerne über die üblichen Kontaktwege mit uns Kontakt aufnehmen. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und behalten uns heil bis zum nächsten Mal.